Willkommen zurück zu SteamWorld Heist. Wir haben beim letzten Mal gestartet herausgefunden, dass die Scrapper ein großes Problem sind, nicht nur für uns kleinen niedlichen Pirates hier, sondern auch für die normalen Local Farmers und Co. Ebenfalls haben wir nach Seabrass eine weitere Person aufgenommen mit Miss Bolt. Und jetzt werden wir gucken, let's head for the colony, see if we can get through and talk to this Taps person. Alrighty, können wir machen. So wichtig ist hier zum Beispiel The Outskirts. Haben wir 9 von 51 Sternen gesammelt. Und das Interessante ist wirklich, wir haben hier mehrere Positionen, die wir ansteuern können. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier nach unten sollen. Denn wir hatten auch beim letzten Mal, glaube ich, hier diese Mission noch nicht. Um bis an diesen Punkt dahin zu kommen. Large ship with a lot of ladders. Relieve it of swag and send out the scrappers hurt by at it. The mining bots in the colony are bound to appreciate it. Take care, the escape pods may be far off once objective is reached. Huh. So, ein Swag in epischer Qualität. 3 Himmelsdemons. Ich gehe mal davon aus, dass das bedeutet, dass man 3 Leute mitnehmen kann. Und 3 Sterne. So, wir hatten beim letzten Mal hier einen dieser Slots ausgebaut. Genau, wir hatten kein weiteres Health Kit gekauft. Wir können hingehen, jetzt hier diese Standardwaffen in der Theorie verkaufen. Was meines Erachtens auch überlegenswert ist. Aber wir werden definitiv diese Sache auswählen. Klar, wir verlieren jetzt wieder einen Damage. Machen nur 3 speziell. Aber ich finde es angenehmer, dass wir wirklich den Laser Sight haben. Vielleicht, dass wir aktuell aber auch keine Probleme haben mit Slots, werde ich erstmal noch nichts verkaufen, denke ich. Okay. Wir haben auch, denke ich, an der Hutsituation noch nichts geändert. Aber ich denke, wir können trotzdem mal so ein bisschen lustig durchwechseln. Warum nicht? So, dann nehmen wir hier den hier. Geben unserem coolen diesen the Dog of Swag. Oder The Dog of Swag? Who knows? Und ja, warum nicht? The Sorting Hat. Oh, auf einmal hat er keine Waffe. Warum hast du keine Waffe auf einmal? Also die Logik ist mir noch nicht ganz klar. Warum auf einmal er nicht irgendwie auf eine Standardwaffe zurückgreifen darf? Ich gehe mal davon aus, dass wenn man ihm keine gibt, dass er dann wirklich auch keine hat. Ich hoffe, das klingt, aber dadurch, dass wir die Mission davor ohne arbeiten konnten. Warum gehst du dann nach oben? Uh-oh. Dang it, you have triggered an alarm countdown. When it reaches zero, a level 1 alarm will go off. Okay. So, C-Swag, geh mal hier hin und blast dem ins Gesicht. Das ist nicht genug Schaden, ne, oder? Sucks. Aber das Gute ist, wir sind ja hier mit mehreren Leuten unterwegs. Okay, dann geh du auch hier schon mal rüber. Dann können wir in der nächsten Runde hier reagieren. Okay, das ist ein überraschend, okay, tiefes Schiff. So, fang du mal an. Oh boy, du sahst aus wie jemand, der eine relativ genaue Waffe hat. So, geh du mal hier hin. Ich würde sagen, wir versuchen so viel Schaden, wie es geht, anrichten. Oh, nice. Gut, dann da hinten ist ein Eingang. Hier sind Eingänge. Oh boy. Ja, wir müssen uns hier einfach beeilen. Sollten dementsprechend gucken. Ja, du kannst schon mal hier hin. Ich denke, wir werden definitiv versuchen, die unteren Etagen erstmal zu öffnen, bevor wir die Seitentür öffnen. Einfach nur, um sicherzustellen. Genau, was ich mir gedacht hatte. Hier sind sehr viele doofe Bösewichte. Und viele von denen sind nicht so einfach zu treffen. Vor allem auch er hier, der da definitiv dann hochmarschieren wird, ist ein Problem. Okay, du kannst da definitiv von schon einmal arbeiten. Nice. So, du kannst da runter. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo ich mit dir hin soll. Dementsprechend gehst du mal bitte hier hoch. Ja, ich weiß, es ist doof.
Ja, der kommt nämlich jetzt hier näher. Wow, der kam sogar in... Wow. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der halt so nah kommen würde. Okay, du renn mal da runter. Und du... renn auch mal hier hin. Ich will mal wissen, ob man von hier aus in der Theorie treffen könnte. Gehen wir nicht davon aus, dass wir hier ansatzweise was treffen. War aber lustig und so. Hast du dir eigentlich gerade selbst in die Sicht geschossen? Okay. Ich denke, hier versuchen wir einfach clever und schnell zu agieren. Sehr gut. Und bereiten uns... Oh, hier unten geht es nochmal weiter. Ich weiß halt leider nicht, wie diese Eck hier drüben aussieht. Deswegen, ich denke, für jetzt werden wir tatsächlich sogar gucken. Dass ihr euch hier vielleicht vorbereitet. Weiß nicht, was passiert, wenn wir hier... Da ist einer. Aber der ist jetzt nicht in der Position, wo er ernsthaft gefährlich für uns sein dürfte, hoffe ich jetzt mal. Sehr gut. Hier ist aber soweit sonst nichts. Okay, ja, mit dir wollte ich jetzt ja eigentlich da unten hingehen, aber jetzt wirst du dich da umdrehen und da hingehen. Ja, also ich denke, wir werden jetzt hier wirklich aggressiv arbeiten. Bedeutet, du gehst hier gleich durch. Oh boy, hier sind wirklich viele. Das Problem ist vor allem, dass wir relativ simpel getroffen werden können. Okay, du geh mal hier hin. Und versuch mal, den hier auszuschalten. Nice. Power Shot. So, was jedoch ein Problem ist, ist der Kollege. Denn... Obwohl, wenn ich mich hier hinstelle, solange der sich nicht bewegt... Moment. Das war richtig gut. Okay. Oh, und ich sehe schon, wo das Problem ist. Die Mission hat ja am Anfang gesagt gehabt, dass man nicht so einfach... Oh, yikes. Nicht so einfach wieder zurück zu seinem Escape-Pod kommt. Ich gehe davon aus, das soll der Witz sein. Geh mal hier hin. Ich würde eigentlich ganz gerne eher versuchen, so auf Sicherheit zu gehen. Okay, du gehst da unten hin und du gehst hier hin. Und dann werden wir mal gucken. Jetzt, wo der Alarm ausgelöst wird. Oh. Jetzt passiert das schon. Okay. Wo würden jetzt Gegner spawnen? Hier würden spawnen, da würden spawnen oder könnten spawnen, sollte man sagen. Gut, du gehst mal hier hoch. Ich weiß nicht, wie clever das ist. Okay, ein normaler ist aufgetaucht und der sich dorthin platziert. Das heißt, wir sind da noch relativ sicher. Wir haben aber hier eine Tür, die wir noch öffnen können. Noch wollen, sehr gut. So, du musst hier nach oben schnellen, würde ich sagen. Und zwar, ich würde sagen, auch wirklich hierhin. Je nachdem, wie der nämlich da jetzt runter marschiert, können wir dementsprechend besser reagieren. Und du... Bleib mal dort für die Runde. Ist nicht die beste Position insgesamt, aber für jetzt... Oh. Never mind, hat er mir den Popo geschossen. Nicht lustig. Das Schöne ist aber... Ich weiß nicht, wie clever es ist, im Nahkampf zu arbeiten. Also was machen wir ganz kurz erstmal so. Sweet. Gut, dann rennen wir hier hin. Ich denke zwar noch nicht, dass wir das nächste Mission oder nächste Runde gleich schaffen werden. Okay, wir haben gelernt, der kann sogar jetzt schon relativ weit latschen. Nexex. Okay, geh mal hier rüber. Geh du mal hier rüber. Und du bist für die Runde so cool und wirst eine warten. Ihr trifft alle nichts, also... Hold your horses, genau. Okay, sehr gut.
Wir werden auch gar nicht versuchen, gegen die zu kämpfen, sondern wir hauen einfach ab. Gut. Also bei ihr muss man so ein bisschen aufpassen. Ich habe das Gefühl, sie wird einfacher getroffen. Oh, Utility. Shoot a grenade with an arced trajectory. Up to 6 damage inside an area of impact. One use per mission. Also ich gehe davon aus, dass es wirklich behalten bleibt im Inventar. Go! Sweet. Dann haben wir extra Item-Slots sowie einen leuchtenden normalen Behälter. Und zwar Repair Oil. Adds free action, restore 2 health, 2 character. Gar nicht mal falsch. Ebenfalls sollten wir für Sally jetzt ein Level bekommen. Oh, und für die anderen ebenfalls. So, New Ability, was ist es denn? Inspire. She inspires allies next to her, which makes them deal plus 1 bonus damage as long as at least one ally is inspired. Piper is also inspired. Ooh, cool. Wo man natürlich sagen muss, wenn niemand in der Nähe von Inspire ist, inspiriert man ja überhaupt niemanden. Dementsprechend zu sagen, oh, du musst mindestens einen da haben, damit sie davon auch profitiert, ja, sonst funktioniert es nicht. So, du hast Level 2, das heißt auch, oh, du kriegst jetzt hier deinen Health-Bonus, okay. Und zu guter Letzt Sally. Killshot. When Bounty Hunters deliver a fatal shot to an enemy, they get one additional shot. Only works once per turn and only when using regular attacks. Das klingt nicht falsch. Und es ist natürlich wirklich lustig zu beobachten, dass der Swag einfach gemirrored wird, wenn er in die andere Richtung guckt. Well, let's see if rumors of our daring deeds have spread into the colony. Those dirty rock travelers are so smug behind the armed belts of asteroids. Okay, und ihr habt schon mal wieder so ein bisschen Smalltalk. Dann gucken wir uns und hören uns das an. Oh, yep. The colony seems like a decent enough place. Once we're done with the scrapper business, I might just use my share to buy a plot of colony rock. I hate to admit it, but even you're too good for the likes of them rock pikers. Pickers? Pickers, vermutlich, ja. Dirty mining bots, they have been keeping us out of the colony for years. To be fair, we're not the most trustworthy on account of the smuggling, occasional stealing and such. Just because we borrowed some gallons here and there? Ja. Das ist gut genug als Grund. The locals are sure down on their luck with all these scrappers harassing them. Handling as many as possible is a good thing. However did they grow so fast? Who would volunteer to join these crazies? Gute Frage. So, bevor wir... Interessant. Jetzt haben wir hier nämlich Missionen, die wir nicht einfach so ansteuern können. Ich meine, grundlegend wollen wir hier mal 3 Sterne erreichen. Aber zu sehen, dass wir hier zum Beispiel 22 bräuchten. Wo wir aktuell so überhaupt nicht hinkommen mit 12. Und dann nehmen wir hier eine mit 9. Das sollten wir aber hinbekommen. Okay, ich würde ganz gerne mal hier hinfliegen. Einfach um zu gucken, was man hier bekommen kann. Ja. Guten Tag. So, in a rude and hostile society, let me be your counterweight, ma'am. Okay, dann haben wir jetzt hier wirklich simple Waffen wie die Pistol. Haben wir auch schon eine Shotgun, eine mit Lasersight, eine SMG. Und dann hier unten Rusty Heavy Armor. Diese Grenade. Eine, die wir erst mit 15 Sternen freischalten und noch eine. Okay. Wie funktioniert das? Utility Tier 2. Increases health by 1, decreases sprint distance by 1. Oh. Additional tempered armor plating. Ich meine, das klingt nicht falsch. Kann aber riskant sein. Also bisher würde ich ganz gerne erstmal noch nicht darauf zugreifen. Was ich aber haben möchte, ist vielleicht tatsächlich eine neue Shotgun für unseren Kollegen. Okay, das ist zum Beispiel auch eine Rapid. Kann man eigentlich von hier aus... Kann von hier aus Crew angucken. So, da sieht man zum Beispiel, sie hat relativ wenig HP. Er hat relativ viel im Vergleich.
Wo ist der Unterschied? Die laufen alle 6. 3 bis 5, 3 bis 5, 3 bis 5, 4 bis 6 und 4 wegen dem Barnuckles, genau. Und man kann sehen, was für Waffen die tragen können. Exakto. Also wir wissen 4 bis 6 Schaden, wohingegen die 5 direkt anrichten kann. Okay, da werde ich mal ganz kurz erstmal die sparen. Und erstmal nur das Ding hier uns krallen. So, wait. Und wir hatten eine Granate gesammelt. Dann werden wir aber mal wirklich beim nächsten Mal gucken, die einzusetzen, um herauszufinden, ob man die wirklich immer wieder nutzen kann. Oder ob da irgendwie ein Witz ist, man kann zum Beispiel 2 Granaten mit sich schleppen. Das wäre dumm. Weil dann würde man nicht solche Limitierungen dran haben. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz hier oben. Fully loaded. Mit, waren da immer so Symbole dabei? Aber nicht solche Symbole dabei. Screams for help seem to be emanating from this suspicious looking scrapper space truck. It's fully loaded and with all the farmers gone missing lately, it might be worth checking out. Okay. Dann machen wir... Oh, 2 Leute können wir tatsächlich hier nur mit uns haben. Okay, dann ist das, denke ich, relativ trotzdem offensichtlich, dass wir bei denen bleiben werden. Wir werden aber trotzdem gucken, dass wir vielleicht nicht hier das sogar verkaufen. Kein Grund, das nicht mit sich zu schleppen. Gibt es irgendwas, was man beachten sollte? Interessant ist jetzt natürlich, die Repair-Box ist nicht mehr in ihren Händen, weil sie nicht dabei ist. Trotzdem würde ich sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz. Was ist der Unterschied? Okay, das ist eine Free Action und das ist einfach nur eine Action. Nehmen wir einfach das mal mit, einfach mal zu testen. Und weißt du was, ich gebe auch dir die Granate, einfach weil du in den meisten Fällen nicht die Person bist, die im Nahkampf ist. Seabrass has at least one available utility. Interessant, das wird auch... Hey, nimm doch ein bisschen mehr mit, du Dinges. Hint. Place your crew next to Piper to take advantage of her inspired. Yep. Let's do this. Leroy Jenkins. Gut, wir haben 2 Wege. Dann würde ich sagen, du gehst hier hin, dadurch, dass wir auch keinen Alarm aktuell haben. Dann können wir eine Runde uns hier sparen. Und wichtig ist, Rescue Farmers ist unsere Aufgabe. Oh, great. Ungesund. Ahoi. Aber was macht man nicht, wenn man nicht anders kann, ne? Okay, interessanterweise, diese Ecke zählt wirklich als Cover. Und wir probieren einfach mal. Sweet. Das Wichtige war vor allem, der war Nahkämpfer. Au! Nahkämpfer. Und dementsprechend war das schon durchaus richtig. Den auszuschalten, bevor er auf einmal zu nah an uns rankommt. Sehr gut. So, ich würde sagen, du gehst hier hin. Obwohl. Nee, wir sollten das andersrum machen. Und zwar, wenn er mitten in den Kampf springen würde, von der Position aus, dann wäre es natürlich cleverer, da jemanden im Nahkampf zu haben. Genau, dann machen wir das so rum. Falls es sie dann auf einmal hier die Distanz hat, dann ist das cleverer. Gut, du warten wir noch eine Runde. 2 sogar in der Theorie. Ich renne da nicht blind rein. Okay. 2 Leute. Was ein bisschen schade ist, man kann auf den ersten Blick nicht so... Okay, 5. Mit ein bisschen Glück kann man den ausschalten. Und mit ein bisschen Pech auch wiederum nicht. Okay, geh mal du hier hin. Ja, es ist so ein bisschen riskant. Oh, schön. Okay, da werde ich jetzt logischerweise mit dem Payback noch nicht drauf reagieren. So, wir heben uns den für den nächsten Encounter auf. Okay, sehr gut. Das Schöne ist, für die nächste Runde... Au! Oh! Ist das jetzt automatisch getriggert worden? Oh, jetzt habe ich natürlich das Ganze so eingesetzt, dass... Ah, das ist natürlich dumm. Oh, wow. Das war doppelt dumm, dass ich das nicht geschafft habe, da zu treffen.
Denn der wird jetzt nämlich in den Nahkampf mit uns gehen, genau. Der hat uns den Swag Helmet abgeschossen. Nicht lustig, mein lieber Freund. Das Üble ist, ich kann ihn von hier aus nicht treffen. Aber es ist ja nicht so, als könnte man sich da nicht dran... Au, oh, 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 oh. Oh boy. Okay, hier müssen wir von nun an aufpassen. Vielleicht nutzen wir wirklich dann die Runde danach. Achso, das andere ist, weil sie konnte den Helm nicht aufsammeln. Okay, wichtig zu wissen. Gut, rück du schon mal nach oben. So, gehen wir mal hin. Nehmen das auf. Und nehmen einfach mal hier das in Anspruch. Du wartest. Du rückst bitte nach. Und dann warten wir jetzt nochmal eine Runde. Okay, zwei Vollidioten und der eine sitzt sogar relativ gut. Unangenehm. Das ist wirklich, wirklich unangenehm, weil die Position einfach verdammt unfein ist. Aber vielleicht kann man trotzdem was machen. Und zwar, ich denke, wir müssen jetzt hier einfach mit einem Trickshot arbeiten. Geht das irgendwie? Achso, man kann einfach so schießen. Okay. Kann ich dich dort einfach hin positionieren? Ich denke, das werden wir einfach ganz kurz machen. No, what? Ding ist klar, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich auf den Barrel... Okay, der war einfach dumm genug und hat sich zurückgezogen. Das heißt also, das sollte jetzt hier hoffentlich für ihn kein Problem darstellen. Sehr gut. So, nimmt mal das beide gemeinsam auf. Du bewegst dich schon mal darüber. Du hebst das auf. Und bewegst dich, soweit es geht, dort rüber. Gut. So, da ist noch was. Meine Frage ist, wie wichtig ist das? Ich gehe einfach trotzdem mal hin, heimlich. So, du kannst wieder reagieren, gut. Hey, fellas, it's me. Must be the moisture farmer. Boy, am I glad to see you. A gang of nasty triplets snapped me from my farm and threw me in the scrap heap for transport. Been hanging here for so long, I can't feel my legs no more. It would be mighty decent if you could send me back to my farm. Sure can. Haben wir einfach eingesammelt. Oh boy. Ihr seid interessant. Peggy Dawn. How did these cowboys get on board, cousin? Cletus. Don't know. Let's show them where you end if you board a scrapper ship. With our current haul, I don't know if we can fit them in. We can make a little more room in the hold. Let's take him right to the junkyard. Okay, da sind auf einmal zwei Vollidioten aufgetaucht. Gut zu wissen. Wir müssen gucken dort. Heißt also, wir sollten hier schnellstens versuchen, uns in Position zu bringen. Ja. Das war also definitiv eine richtige Entscheidung. Hast du nicht wiederum doof? Ja, warte da eine Runde. Und du dort. Ich will, dass sie so ein bisschen näher rankommen. Das Gute ist, das Ding hält relativ viel aus. Was jedoch weniger gut ist, ist, dass ich nicht ernsthaft an die Gescheite rankomme. Haha, wir haben den Hut abgeschossen. Meine Frage ist, ob man an denen jetzt rankommt. So, meine Frage ist, kann ich mich hierhin positionieren? Ich glaube zwar nicht, dass das allzu clever ist. Also muss ich ein bisschen gucken. Nice! Und das Coole ist, man hat dem wirklich halt als erstes die Füße weggeballert. Das Problem ist jetzt, er wird natürlich jetzt hier schaffen, beide von denen so zu treffen. Aber das Schöne ist, hat sich natürlich an die dümmste Position begeben. Ja, und wir sehen, da unten ist es jetzt wirklich am Aufleuchten, anders als bei dem. Interessant. Cool, cool, cool. So, dann lass uns hier mal wirklich so ein bisschen schneller agieren.
Hoffen, dass da jetzt nicht gleich neue spawnen. Genau. Ja, nämlich hier sind mehrere Spawnpoints genau nebeneinander. Das wäre unangenehm, wenn wir da wirklich sandwiched werden würden. Aber das sieht relativ sicher aus. So, ich denke, hier gibt es nicht mehr allzu viel Neues. Was wir hier hätten noch irgendwie mitnehmen können. Okay. Out we go. Sehr schön. Ey. A rare harpoon gun für Sharpshooters. No ricochet, aber laser sight für short distance. Brings the wisdom of foe to those foolish enough to resemble big white marine mammals. Keep away from angry sea dogs. So, ist einfach nur hier der Kollege, alles klar. Und Summertide Dreamer ist jetzt tatsächlich ein Uncommon Head. Also die haben scheinbar keine Stats. Ich denke, es geht auch durchaus in Ordnung. Weil das Wichtige ist, nur die, die wir dabei haben, kriegen auch wirklich XP. Ich gehe mal von auch da wieder gleichzeitig auch mal aus, wenn jemand von denen drauf geht, dass sie dann ebenfalls keine XP bekommen. Poor old Mosby got a rough deal, nja. Yes, I do wonder how he's supposed to tend the crops now without a leg to stand on. He's a farmer, he can take it. Mighty good of us to send him back home though. I guess. Okay, nicht jeder hat was zu sagen, aber... No offense, Kim, but sometimes I do miss sailing the seas. I've sailed all three of them, you know. I've never had the chance to see them myself, only heard stories. It's a sight indeed. Imagine the sun setting over that crystal surface on the large wood chunk by the core. Too bad the dang royalists control every last gallon of it. I'm sorry for dragging you into these fights, Wonky. We've been through tough times before, ma'am. Yes, but I'm getting thoroughly tired of weathering them. I'm sick of being on the run. We haven't been a lawful enterprise for a long time now, ma'am. Okay, damit haben wir das geschafft. Wissen, da ist ein Waffenhändler am Start. Ich will mal eine Sache gucken. Man kann hier zwei Leute mitnehmen. Aber vielleicht warten wir wirklich noch so ein, zwei Level-Ups. Und gehen jetzt erstmal hier hin. So, this mineral-rich belt of space debris is well protected to talk to Temps Wire. The crew has to gather enough reputation to get through. Simple pirates are not welcome. Well, it's not like they're throwing a parade, but we're on the same side after all. Okay, dann sehen wir, da haben wir jetzt hier schon zwei weitere Schiffe. Eins wieder, der so ein bisschen... das ist größer als alle anderen, die wir bisher getroffen haben, okay. Explosive Transport. Haben wir auch wieder zwei Leute? War das immer so, dass da vorkommen? Ja, hier waren wirklich drei. Aber gucken wir erstmal bei Lolas vorbei. Lola has been a staple of the colonies for nearly 400 years. The current preparatory, Taft's Wire, serves both information and beverages to the inhabitants. The place looks quieter than it should. Uh-oh. Okay, wir gehen aber noch nicht gleich in eine Mission über. Also gucken wir mal, was hier jetzt passiert. Oh, hier sieht alles ein bisschen... Na, hier verkaufen sie weiterhin Sachen. Und du siehst aus wie Iwanski. You look like you're prepared for anything. We are hiring if you're interested. No. Faraday. Wenn man mit dieser Person redet, mit diesem Namen... Dann sagst du, Iwanski, you in my crew. Iwanski is strong bot, but important is why you are fighting. Battle must have good purpose. Well, we are fighting the scrappers from spreading out more than they already have. To help weaker bots, Iwanski will fight, but if undertaking only for betterment of self, Iwanski can just pump instead. So, dann sehen wir hier 15... Brauchen wir, und wir sind leider bei 13. Ach nee, wir haben 15, der wir 13, so rum. Ha, wonderful, we will have great adventures.
Wollte schon sagen, irgendwas ist auch an meiner Logik falsch. So, hier haben wir so ein paar interessante. Welcome, stranger. Not a lot of bots crazy enough to dare venture out in times like these. And here I always thought that the colony was the safest place in the whole outskirts. It was, but once the scrappers broke through, it's hard times all around. Making it worse, royalist divers are claiming asteroids drilling for oil. Rumor is the jerks needed for some perilous missions into deep space. You seem to know quite a lot. Get Parrot said you might even know who's leading the scrappers gang. Well, usually I would, but many of my sources are too afraid to go out. I bet they would surface again if it wasn't for a certain brutal crusher terrorizing the colony. I might be able to help you out with that. Bring these cowering cowbots out of hiding. It's hard to get this tour flying with all these scrappers running around. They don't scare us though, I mean come on, they look like patched up shreds of junk. You don't really sport the look of a hired gun, now do you? Don't let appearance fool you, Captain. There's a lot more to this adventure than meets the eye. On the lookout for an engineer with marksman skills? That's a sniper gun, alright, and we need to enroll more crew. I'm ready for adventure filled with gallons and treasure. Now for that first sign-on bonus pay. Oh, der wäre so Geld. Oder Water. Herr Valentin Butterbolt. He had a secure life as a chimney engineer. Now retired, he's looking for high adventure. Don't let this shaking fool you. If he's stationary, he's steady. Klar, head out. Swashbuckling adventure, here I come! Okay, dann gucken wir mal noch. Oh, da ist noch einer. Hi. Ich habe ich erst gar nicht mitbekommen. Und du willst auch nicht mitbekommen werden, so wie es scheint. Okay. Wir haben Speed Boots. Plus 1 in Movement Speed. Das wäre natürlich relativ lustig, wenn man den Armor hätte und dann die Speed Boots. Dann könnte man nämlich plus 1 Armor bekommen. Ohne Nachteile. Aber ich habe jetzt hier keinen Grund, was zu kaufen. Na, Frau Bottchen wieder. How about some new riggings? Okay. Dann würde ich doch sagen, wir legen einfach schon wieder los. Zwei neue Kollegen an unserer Seite. It is fine thing to have some strong clamps on the ship. Captain, you want workshop time? Ivanski will spot you later. Build up pressure, making hydraulics strong. Yes, good for crushing large scrappers. Und dann haben wir hier ganz, ganz hinten den Kollegen. Hi. Herr Valentine. You sure you're up for some high space adventure, Mr. Butterbolt? Well, Captain, the retirement home just wasn't for me, I guess. Stamp collecting is the most boring hobby imaginable. Too much like work. I really do prefer firing guns at the gun range. It's nice to have a useful hobby. Okay, da ist natürlich so ein bisschen dann die Frage, wie sehr werden wir hier wirklich unsere Crew durchwechseln müssen? Oder halt, wie viele können wir immer gleichzeitig mitnehmen? Let's rid the colony of scrappers and stop this brutal crusher, ma'am. Okay, aber ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier alle Missionen mit, die wir entgegengeworfen bekommen. Explosive transport. This ship is filled to the brim with stone explosive. It's more or less a flying bomb. Can't have that floating about the colony. Handle the crazy scrapper crew and get out. So, wieder nur zwei Leute, die wir dabei haben dürfen. Wie sehr sollte man hier ernsthaft... Okay, ich muss einfach nur hier Doppelklick darauf machen. Dann könnte ich die mitnehmen. So, was bist du denn? Du bist wieder mein Vanguard. Wir haben einen Vanguard hier mit Seabrass. Circus Strongman needs to project strength, so once rumors about the great Ivanski soft spot spread, harsh words made him leave the big top. Know how to make a punch. Interessant, der hat also von Standard aus bereits 4 Angriff und 8 HP. Er hat also ein bisschen weniger als er, aber das liegt halt natürlich an dem Upgrade, was er bestimmt bekommen hat. Sentry. Dinge wäre natürlich auch mal interessant zu sehen, aber wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher, wie clever es ist, wirklich hier Sachen durchzuwechseln. Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Aber vielleicht ist gerade hier so ein Nah-Entfernkämpfer besser, wenn es hier so zu Explosives kommt. Ich probier's einfach mal. Warum eigentlich nicht? So. Achso, die ist Short Range, oder? Ist die Short Range? I don't know. Es steht Sharpshooter dabei.
Und du? Das ist die Sache ist, dadurch, dass er noch kein Level-Up hatte, hat er, glaube ich, auch noch keine Skills in der Hinsicht. Ein bisschen schwer zu sagen, wie man hier ernsthaft clever angehen das Ganze sollte. Aber ich denke, Fernkämpfer zu haben, ist in der Situation vielleicht cleverer, wenn hier wirklich viel zum Explodieren am Start wäre. Ich denke, ich probiere es einfach mal. Nehmen einfach mal ihn, geben ihm hier die Harpoon-Gun, geben ihm beide Health-Kits von mir aus, damit er das Ganze überlebt. Frage ist nur, 6 HP und 7 HP, der hat sogar weniger, okay. Hint, press R to toggle full-size map. Das ist doch gar nicht mal so interessant, warum immer das am Anfang nicht aufgelistet worden ist. Oh boy. Und hier sind wirklich viele Explosive Barrels. Das kann vermutlich bös nach hinten losgehen. Yep. Okay, du, sei mal so cool. Und start so. Wohingegen du das so machst. Klar, wenn man sagen würde, man will nach Headgears gehen, ist das weniger clever. Aber das ist mir so ein bisschen Wurst gerade. So, bist du mal so frei? Oh boy. Oh, der hat natürlich einen coolen Hut. Also ich weiß noch nicht, wie man hier wirklich vorangehen sollte. Also ich denke, die Herangehensweise ist, dass man keinen... Geh mal hier hin. Dass man keinen mit Nahkampffähigkeiten hat, ist richtig gewesen. Gut. Jetzt haben wir mehrere Wege. Lassen wir den oberen Bereich hier erstmal überprüfen. Einfach nur als, hey, vielleicht sind die beiden miteinander kombiniert. Okay, sehr gut. Oh, they are not. Okay. Ah, das war doof. Das war doof. Okay, dann darf ich hier nicht aufmachen. Dann gehst du mal dahin. Ich hoffe mir natürlich, dass sie jetzt hier nochmal so ein bisschen Schutz hinter Barrett suchen werden. Sonderweise wird er nicht schießen? Okay, das geht alles noch in Ordnung, dass sie so halbwegs ungenau ballern. Das war die eine nehmen von den Treffern, die wir jetzt hier abbekommen haben. Ist das clever? Ist das Beste, dass wir hier schießen können? Wir können so schießen, in der Hoffnung, dass wir beide von denen treffen. Ich nehme mal die Tür. Ich denke, das Cleverste sollte sein, zu versuchen, den hier auszuschalten. Oh boy. Du gehst hier hin. Und bist einfach mal so nett und schaltest beide von denen aus. Sehr gut. Ich denke, das war nochmal eine Ecke sicherer. Okay, hier haben wir wieder einen Bereich, den sollten wir als nächstes überprüfen. Das heißt, du gehst einfach mal hier hin. Und du gehst schon mal hier hin. Das Zeug, was wir jetzt hier da schon aufnehmen könnten, nehmen wir danach auf, wenn wir das hier abgeschlossen haben. Mhm, da wartet gleich einer auf uns. Also einfach hier hingehen, das sollte hoffentlich clever sein. Wir müssen das Ganze nur so machen, dass der Schuss nicht irgendwie... Shit. Dass der Schuss nicht so verschossen wird, dass wir auch davon getroffen werden. Das könnte jetzt hier ein Problem sein. Wir wissen, dass die Waffe keinen Ricochet hat. Das könnte also hier nach hinten losgehen, wenn wir das jetzt so machen. Aber vielleicht können wir es auch clever machen. Oh. Wir haben schon die Möglichkeit abzuhauen. Wir haben aber noch Bereiche, die wir nicht betreten haben. Und die wollen wir definitiv noch uns angucken. Selbst wenn da halt nur so kleineres Swag-Zeug dabei ist. Was wollen wir noch haben? Ich hoffe, dass die miteinander verbunden sind. Ist auf jeden Fall so ein lustiger... Oh, da unten
Ja, da drüben gibt es noch einen weiteren Weg. Ansonsten, wir haben gesehen gehabt, dass wir immer wieder unsere Sachen tatsächlich bekommen. Also, oh, das ist eine Free Action. Das ist natürlich cool. Da können wir das natürlich jetzt so nutzen und weiterhin arbeiten. Oh, shit. Den da sollten wir ausschalten können. Ich denke, das sollte nicht das größte Problem sein. Und hier machen wir erstmal noch nicht die Tür auf. Denn die sind nämlich nicht clever genug dafür. Yes. Sehr gut. Ja. No, no, no. Da. Oh, 7 Schaden. Also die Waffe ist nicht ohne. Okay, du nimmst das Zeug mit. Du begibst dich hier hoch. Du nimmst das Zeug mit. Und begibst dich dort wieder hoch. Die Frage ist, ob man hier nochmal mit jemandem rechnet. Ich denke, da sollte man vielleicht sogar tatsächlich uns clever versuchen anzustellen. Immer so hin, du wartest eine Runde. Dass wir hier keine Probleme haben, dass jemand sein könnte. Warten wir nochmal eine Runde. Sehr gut. Aha, hier ist nochmal einer. Inspire. Piper's Inspire Ability activates when you place crewmates next to her. When activated, both she and the crewmates... Ah, so ist es also von der Logik. Okay. Die müssen also wirklich nebeneinander stehen. Ich dachte, wenn sie nebeneinander stehen, wird es aktiviert und dann ist es halt aktiv für eine Runde oder wie auch immer. Oh, yes. Die Waffe ist echt gut. Und das Schöne ist, wenn wir uns jetzt hier clever anstehen, können wir nicht beides in eine Runde aufsammeln. Und haben dann die nächste Zeit, hier schon so ein bisschen weiter zu marschieren. Also bisher muss ich ganz ehrlich zugeben, das Spiel macht mir Laune. Schwierigkeitsgrad ist zwar noch nicht allzu hoch, aber das könnte man nur verzeihbar immer noch mal selber, wenn man wollte, regeln. Beziehungsweise es gibt die Challenge Rooms und natürlich, wir sind noch relativ am Anfang des Spiels. Kann sich also alles natürlich noch ändern. Explosive Transport. Was schade ist, dass man hier nicht einfach weiter drücken kann. Dass man einfach sagt, hey, leert das und macht es weiter auf. Sweet, denke ich. So wie noch eine Granate. Nice. Seems the inventory is full. Whoopsie daisy. Okay, gibt es irgendwas, was wir verkaufen können? Ich denke, wir verkaufen die Dinger jetzt hier. Und die Dinger. Warum kann ich die zum Beispiel nicht verkaufen? Who knows? Vielleicht kann ich wirklich nur eine Sache auf einmal verkaufen. Ja. So, nochmal Sterne oben drauf. Mit ein bisschen Glück können wir auch vielleicht auch ihn schon ein Level up jetzt geben. Yes! So, new ability is Focus. If sentries don't move before shooting, they deal +1 damage. Does not work in melee. Cool, das geht sogar in Ordnung. So, ich bin mal wirklich gespannt, wie groß die Crew in der Zukunft werden kann. Wenn man sich so ein bisschen die Bereiche anguckt, sagt man hier eine, hier unten 2 oder 3 vielleicht, hier vielleicht noch jemand. Also nicht mehr allzu viel, würde ich sagen. Vielleicht hier noch jemanden hin positionieren. Irgend sowas. So, that was Lola's. Can't say I'm impressed by its veneer. Ja. No, no. No need to ride the high steam horse. We will help out with this crusher. And get helped in return. Right, I'm just saying that we have heard so much about the colony and this know-it-all bartender. Oh, da hinten hast du keine Sache, okay. Looking strong there, Ivanski. Glad to be aboard good vessel, Captain. Great workshop to keep parts in shape. Very important. Ivanski already strongest, but needs to work hard to maintain it. Ich weiß zwar nicht so hundertprozentig, wie die Logik da funktioniert, dass er irgendwie stärker werden könnte, aber whatever. I've been thinking a bit about the past, Wonky. What if we had done what the Royalists wanted way back then? Just followed orders. That doesn't sound like something you would do, Captain. If we had just completed the delivery and not stuck our noses where they didn't belong. We wouldn't be outlaws, but those poor steamboats would have had to endure the work camps instead. You're right as usual, Wonky, but what if we had never found out that they wanted us to transport prisoners? You made the right call, Captain. I wouldn't have served under you this long if you hadn't helped them escape. Only goes to show that no good deed goes unpunished.
So, dann haben wir hier unten Gar... Ne, Cargo. Und ich wollte Garbo sagen. Cargo Barge. The rumored safety of the mining colony is marred by this huge cargo barge. Crusher class scrapper protect the gallons in its cavernous hull. Make sure to bring some long range weaponry. Okay. Dann würde ich sogar sagen, wir bleiben bei Butterbolt. Aber wir sollten überlegen, wen wir dann noch mitnehmen. Ich denke, jemanden zu haben, der wirklich im Nahkampf agieren kann, ist keine schlechte Idee. Vielleicht gehen wir tatsächlich mal hier mit hier Herrn Bogdan, The Great Ivanski. Einfach um auch ihn mal so ein bisschen zu leveln. Mal hier. Hier, die kannst du auch mal noch verkaufen. Ich denke, das wird so ein bisschen die lustige Herausforderung, nicht zu viel Zeug dabei zu haben. Sonderweise, der kann keine Waffe tragen. Ist das ein Witz? Ne, der hat eine Waffe. Junkyard Thumper. Heavy Tier Zero. Your default Hand Mortar. Risky for both friend and foe. Use it if no other weapon is equipped. Requires no inventory space. Okay. Dann geben wir ihm einen von denen hier. Und... Lass mal hier so ein bisschen durchwechseln. Gib dir mal auch noch eine von denen. Und... Du nimmst dafür den... Ja, da oben. Ich hatte erstmal so ein bisschen suchen müssen, wo das ist. Okay, wir geben euch auf jeden Fall nochmal so ein paar andere lustige Hütchen. Und los geht's. Hint. Your water is reduced if you lose or abort missions above casual difficulty. Oh. Wir wissen also auch, was diesbezüglich passiert. Adventure time! Oh, damn it. Fiddlesticks! The alarm countdown is already active. By the distinct tone, I can tell that turrets will pop out once it reaches zero. Okay, also gibt es auch unterschiedliche Arten von dem Zeug. Nach unten? Oder da lang? Ich würde sagen, wir werden uns nach unten begeben. So, du gehst hier hin. Und du gehst dorthin. Ich weiß nicht, wie clever das ist, wie der sich verhalten wird. Ich denke, das ist etwas, was wir jetzt einfach lernen dürfen. Das ist ein ziemlich großer Holy Moly-Bereich. Jupp. Also ich denke, hier ist relativ offensichtlich, den werden wir mit einer Granate bewerfen. Wenn nicht sogar gleich mehreren. Okay. Geh du mal hier hin. Wir wissen, wie du funktionierst. I have no idea. Okay. Das erklärt zumindest das schon mal. Der Kollege ist focused, ist natürlich los. Ich hatte darauf geklickt und der ist da. Shit. Das ist etwas, das wir wirklich nicht gebrauchen könnten. Okay, das ist nicht offiziell mal ein Problem. Aber es ist nicht so, als könnten wir damit nicht arbeiten, ey. Okay, der überlebte das. Und du bist natürlich super nutzlos für mich. Kannst du wirklich nirgendwo hinschießen. Doch, du könntest dort runterschießen. Das tut nichts, okay. Plus one Ment. Aha. Oh. Der hat sich in ein Gebiet begeben, wo... Okay, der hat das kaputt gemacht. Das geht in Ordnung. Der hier. Ich würde ganz gerne gucken. Du bist dort. Der blockiert den Weg. Warum auch immer das jetzt hervorgehoben wird. The Focus Ability gives you bonus damage if you stand still. Ja, schön. Hilft uns jetzt hier noch nicht viel. Du bist riskant in der Position. Aber du bist vermutlich notwendig. Hier erstmal so im Freien zu stehen. Oh boy, das hat uns auch noch wehgetan. Okay, renn mal da runter.
Vielleicht können wir es so hinbekommen, dass er sich eher auf den hier unten konzentriert, anstatt an die, die da oben stehen. Aber ich denke, das Spiel ist clever genug. Ja. Und, oh boy. Jupp. Okay, mit ein bisschen Glück. Na gut. Haben wir den so ausschalten können. Und jetzt könnt ihr euch nämlich um den da oben kümmern. Ich hoffe, das kriegt ihr hier backen. Sweet. Gut, wie rücken wir weiter voran? Ich würde für jetzt vielleicht sogar ganz gerne erstmal hier unten bleiben. Also mit dem Dicken zu arbeiten wird vermutlich noch so ein bisschen interessant. Denn der Kollege kann nun mal relativ schnell mehrere Leute treffen. Das kann... Ich überlege jetzt auch hier, nachdem ich das hier... Vielleicht sollte man ihn da nicht dahin bewegen. Oh, shoot. Oh, shoot. Geh du mal hier hin. Weiß nicht, wie clever das ist, jetzt hier das für die Beine zu verschwenden. Aber es hat sich besser angeführt. Du solltest trotzdem hier zurückkehren. Denn der ist wirklich jemand, der vielleicht aus der Entfernung arbeiten sollte. Das ist noch eine weitere Sache. Shoot. Double Shoot. Eigentlich sollten fast alle von hier aus starten. Ja. Dann lass mal alle bitte dort hochgehen. Mit den Turrets müssen wir jetzt nun mal einfach rechnen. Und ich lass dich ganz bewusst hier entlang. Weißt du was? Du gehst aber mal hier lang. Wo die Turrets rauspoppen, das ist natürlich auch ein Problem. Mit dem wir ganz kurz erstmal leben müssen. Ich hoffe einfach nur, dass die nicht rauspoppen und sofort angreifen können. Wow! Okay, der geht in Ordnung. Die beiden jedoch nicht. Okay, du musst die jetzt vielleicht mal ganz kurz ausschalten. Aber ihr werdet hier mal ganz kurz weitergehen, denke ich. Oh boy. Das ist unangenehm. Keine Ahnung. Ist die Barrow im Hintergrund? Oh, shoot. Ich hätte mir gehofft, dass diese gerade eben nicht im Hintergrund... Oh, boy. Nicht einfach so im Hintergrund ist. Das macht die Situation wirklich unangenehm. Okay, das Beste ist wohl vermutlich jetzt hier erstmal zu warten und zu heilen einfach nur. Doch, er versteckt sich hinter dem Barrel. Okay, huh, Glück. Ich denke, das ist jetzt für uns sogar noch halbwegs machbar hier alles. Oh, greaty. Da kommen immer mehr raus. Ich weiß wirklich nicht, was die Dicken machen. Also, da müssen wir vielleicht einfach clever versuchen zu agieren. So, ihr beide seid nach oben gegangen. Das ist natürlich sehr angenehm für mich. Wenn mich sich hier halbwegs clever anstellt. Oh, boy. Geh mal hier hin. Scheiß ganz kurz auf die Turrets. Tada! Naja, der kommt natürlich immer näher. Das gleiche geht für ihn. Oh boy, oh boy. Du triffst den jetzt schon nicht mehr. So überhaupt nicht mehr. Da sitzt eine Turret. Dann rennst du mal an dem vorbei. Gut, gut, gut. War nicht perfekt. Aber vielleicht müssen wir ganz kurz einfach mal der Situation so leben. So, du gehst auf die Seite. Fängst an, auf den so zu schießen. Du, hast du irgendwie... No, du gehst nicht Nahkampf, mein lieber Freund. Du hast leider keine Ricochet-Fähigkeit. Das heißt also, du bist hier komplett aufgeschmissen. Kann auch von hier nicht auf die Sache schießen. Obwohl wir es vielleicht versuchen müssen. Leg dich mal hier hin. Und... Sehr gut. Uh-oh.
Oh shit, ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Ebenen wechseln kann. Verdonk. Was macht die Situation so ein bisschen ungesund? Renn mal so weit weg, wie es geht. Ganz simpel. So, ich würde sagen, du machst mal nichts. Der läuft leider nicht so, wie er wünscht. Shoot. Aber es ist ja nicht so, als könnte man sich hier nicht clever anstellen. Ah, ein doofer HP. Okay, komm du mal näher. Oh, ich könnte dich einfach so ausschalten, ne? Hehe. Wollte schon sagen, dass wir hier vielleicht gar nichts machen können. Das stimmt aber nicht. Okay, wir haben noch ein paar Runden, bis hier neue Gegner aufpoppen. Das ist ein Problem. Okay, wir haben alles gesagt. Oh, nice. Haben wir hier alles, alles? Ich denke, ja, sehr gut. Okay, dann kann man das sogar relativ zügig hier beenden. Bevor die hier es schaffen, wirklich zu uns zu kommen. Nicht. Okay, raus hier. Cargo Barge successful. Mehr Money. Speed Boots. Nochmal eine Waffe. Nochmal eine Waffe. Und Armor. Okay, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen ein Problem. Wir müssen 3 Gegenstände verkaufen. Wow. Okay, dann müssen wir natürlich hier clever arbeiten. Das ist so ein bisschen schade für deine Waffe. Aber wir haben hier schon eine weitere. Yes. Wir haben da die Sache. Level 2. Das ist eine Handgun. Die ist aber richtig gut. Attacks 2. Lass mal die hier verkaufen. Und also was ich kaufe, auf die Brass Knuckles ganz kurz. Die sind nämlich nicht so teuer. Dann sollten wir gleich mal gucken, dass wir vielleicht einfach 2 Upgrade-Slots uns krallen. Sehr schön, Level Up. Powershot Cooldown. Reduced by 1 Turn. So, und für den Kollegen gibt es Payback. Ja, genau. Das ist genau das gleiche hier. Ist also nicht charakterabhängig, genau. Cool, damit haben wir also auch nochmal hier so ein bisschen Abwechslung in die Mission reingebracht mit den anderen Charakteren. Ich würde sagen, wir reden mal ganz kurz noch mit ihm. Ivanski has been helping Seabrass getting salty joints moving again. Well-trimmed body will give better mood to sulky seaboard, yes? That's nice of you, Bogdan. He could really use some sharing up. Ja! Okay, dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Ende. Wir können maximal gucken, ob man hier nicht schon mal nochmal rüber geht. Und fürs nächste Mal bereits sich hier vorbereitet mit ein paar Slot-Upgrades. Das kostet zwar immerhin 800. Wow, what? Zum letzten Mal? Okay, es sind immer 800. Aber das sollte vielleicht nochmal so ein bisschen helfen. Aber da müssen wir also das ist auch die große Frage. Ist da RNG dahinter? Aber wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir da so ein bisschen up to date sind und möglichst viel haben. Denn wenn wirklich noch so 1-2 Leute dazukommen, könnte es natürlich so ein bisschen knackig werden. Und das ist ein bisschen schade, dass die Leute nicht irgendwie sagen, oh, das, was ich an mir schleppe, ist nicht mehr im Inventar drin. Das haben wir nämlich gesehen, dass das nicht der Fall ist. Aber gut. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.